Es ist Winter und da wünscht man sich doch schnell mal eben ein wenig Urlaub im Warmen. Vielleicht die Kanaren. Gran Canaria. Dort war es in dieser Woche besonders warm. Bei der Winter Pride in Maspalomas trafen sich auf der Kanarischen Insel nämlich die Gay-Szene Europas. Ob am Strand oder in den Clubs und Bars. Es war schrill, bunt und verrückt. Über 12.000 Partyhungrige versammelten sich in Maspalomas, um zusammen zu feiern. Live-Auftritte von Szenekünstlern und auch regelrechte Straßenparaden machten die Winter Pride zum Hingucker auf der Insel. Veranstalter ProGay will aus dem Event eine Mission machen, nämlich Maspalomas als gay-freundliches Reiseziel zu fördern. Zudem werden einige Wohltätigkeitsorganisationen durch den Erlös des Events unterstützt. So bunt kann also auch die Kanareninsel sein. Doch auch im Alltag gibt es in Maspalomas einiges zu entdecken und zu erleben, ein quirliges Urlaubsstädtchen und bei den Deutschen sehr beliebt. Weniger Rosa und Plüsch dann nach der Winter Pride. Doch nach dem Event ist vor dem Event und so denkt man jetzt bereits über die neuesten heißen Fummel für die Beachparty bei der nächsten Winter Pride nach.